Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Infinity Light. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir wollen in dieser Episode uns mal um das Upgrade der Dark Pick einmal kümmern. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall erst einmal Obsidian. Das haben wir hier drin, okay. Und hier haben wir auch Mangel an Obsidian, was auch schon wieder nicht so gut ist. Okay. So, das heißt, wir gehen einmal raus, weil es müsste dunkel noch sein draußen. Das heißt, es ist noch dunkel, dürfte aber auch gleich die Sonne eigentlich theoretisch aufgehen. Das heißt, wir gucken mal, zack, zack, okay. So, das heißt, wir farmen hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend durch. 27 Level benötigen wir. Das wird, glaube ich, schwierig werden, weil ich gerade noch ein kleines Päuschen gemacht habe zwischen den Folgen. Das heißt, das wird wahrscheinlich schwierig werden zu erzielen. Aber werden wir sehen. Bin auf jeden Fall ganz gespannt. Ich bräuchte so viele Monster, Alter. Das ist irgendwie unglaublich. Okay, das ist eigentlich fast zu viel. Ah, okay. Na gut, das hätte ich geschafft, wenn ich jetzt hier so durchgefarmt hätte. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Was irgendwie alive ist. Oh, hier sind so ein paar Schafe, sind hier noch ein Creeper. Nein! Nein, er reißt ein Loch hier rein. Nein, das will ich nicht. So eine Scheiße. So, gut, gibt es hier noch einen Creeper-Kopf, das ist okay. Nehmen wir hier machen wir hier nochmal Dirt ein bisschen drauf. Das hier auf jeden Fall einmal im Sichtbereich sozusagen einmal verdecken. Holen wir hier nochmal ein bisschen was weg. Okay. Damit haben wir zumindest auf jeden Fall den Sichtbereich einmal wieder geklärt. So, wir brauchen von allem mehr irgendwie, ne? Also, da brauchen wir wirklich von allem irgendwie mehr. Und haben immer noch keine Automatisierung in Sicht. Das ist natürlich irgendwie noch ein bisschen schade. Aber okay, gut. Wir sind ja dabei, Sachen zu verbessern. Das ist ja alles noch im vernünftigen Bereich. So, gucken wir mal. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen was an Stuff. Das heißt, wir können ja hier nochmal gucken. Haben wir hier noch ein bisschen was an Gold. Das gibt uns auch nochmal ein bisschen was an XP. Hier haben wir Kupfer, Copper Powder. Das kann uns auch nochmal ein bisschen was an XP geben. Nehmen wir hier das Dark Steel, das gibt uns auch noch mal ein bisschen was an XP, aber das ist da wirklich ganz klein. Nur ganz minimal. So, 1, 2, 3. Dann nehmen wir die beiden, nehmen wir einmal 3 da raus. Okay. Dann brauche ich noch 1, 2 Stiggies. Und ich hätte ganz gerne einmal eine kleine Pickaxe, nehme ich nochmal. Okay. So, dann will ich mal einmal gucken, ob das so funktioniert. Ich habe es vorhin schon mal ausgetestet in der Zwischenpause. Nämlich, wenn ich das jetzt hier machen würde, hätte ich wieder eine Dark Pick mit 100%, mit 100% Leistung. Das heißt, das ist schon mal okay. So, das heißt, denn das ist okay. Dann möchte ich ganz gerne einmal eine weitere Kleinigkeit nochmal mit austesten oder mit erledigen. Nehmen wir hier einmal den Stone einmal hier raus, packen den einmal da rein. Und haben jetzt hier Probleme mit Eisen auf jeden Fall. Das heißt, da haben wir gerade ein Eisenproblem. Okay. Und dann brauche ich als nächstes, brauche ich Glowstone. So, mein Inventar ist schon wieder ganz schön gefüllt auf jeden Fall. Glowstone, Redstone und Gold war es, glaube ich. Die müssen jetzt hier gleich einmal rein, irgendwo. Okay, machen wir das erstmal so hier, Gold, und nehmen wir einmal noch den Obsidian. Nehmen wir nochmal hier mit dazu, okay. Und dann bräuchte ich hier einmal frei, sozusagen. Und da kommt jetzt hier das hier so hier rein. Und das müsste eigentlich das ergeben, was ich haben möchte. Hoffe ich zumindest. Ich würde auch gerne ein bisschen mehr produzieren davon, das ist auch okay. Weil wir wollen nämlich ganz gerne Richtung Waypoint Alloy gehen.
wäre dann der nächste Step. Das würde heißt, wir brauchen auf jeden Fall Energetic Alloys. Müsste eigentlich das ergeben. Haben wir? Ja. Sehr schön. So, okay. Dann brauchen wir als nächsten Step. Ah, das gehen wir mal hier unten wieder mit rein. Aber jetzt brauchen wir eigentlich auch schon wieder dann die als nächstes dann einmal den anderen Stuff noch. Nickel, Quid, Kupfer. Okay, machen wir hier Lead. Machen wir hier mal noch ein bisschen was an Lead rein. Und zack. Okay, machen wir mal ein bisschen Kohle noch mit rein. Dark Steel ist schon mal ready. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall jetzt gleich Kupfer. Okay, und dann brauchen wir hier nochmal zack, 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 zack. Okay, zack, zack. Zwei. Haben wir nochmal ein paar mehr davon zusammengebaut. So, dann warten wir hier einmal ganz kurz ab. Ihr seht, unsere Öfen sind in Hochtour hier. Die sind hier am Limit, sind die Dinger. Ne? So, dann brauchen wir hier nochmal einmal, nehmen wir hier noch einmal Energetic Alloy. Packen das hier nochmal mit dazu. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal dann unseren Vibrant Alloy. Und damit können wir einen sogenannten Vibrant Crystal herstellen aus einem Emerald und Vibrant Alloy Nuggets. Ihr seht, das dauert ein bisschen. Aber das kriegen wir gleich hin. Würden wir gleich haben, wahrscheinlich. So, Energetic Alloy lassen wir hier einmal komplett durchschmelzen. Das ist okay so. Das gefällt mir. So, und damit haben wir unseren Vibrant Alloy. Den können wir einmal zu Nuggets verarbeiten. Und damit erhalten wir dann mit unserem Emerald unsere neuen. Einen Vibrant Crystal. Und diesen Vibrant Crystal können wir im Anvil. War das jetzt der Anvil? War das jetzt dieser Anvil? Mit Vibrant Crystal Enchantment Coast empowered. Okay, damit ist der Anvil hinüber, auf jeden Fall, muss man schon mal so sagen. Das heißt, die Maschinerie ist jetzt auf jeden Fall schon mal empowered. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben jetzt allerdings auch wieder ein bisschen was an Energie da sozusagen verloren. Können jetzt hier das Ganze aufladen. Und haben auf jeden Fall das Ganze schon mal so, dass wir, durch dass wir das empowered haben, jetzt auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, es hält auf jeden Fall etwas länger. Das ist schon mal die Nummer 1. Das ist schon mal auf jeden Fall eine wichtige Sache. Die Emeralds packen wir hier mal mit dazu, Vibrant Alloy auch nochmal hier mit dazu. Okay, und dann haben wir hier Gold, okay, und hier haben wir nochmal ein Vibrant Alloy, das packen wir hier mal mit dazu, Gold, hier dazu, dann heißt, da haben wir, so, jetzt hatten wir hier noch das da gehabt, okay. Okay, Lapis Lazuli brüche ich einmal da, dann packe ich hier mal noch ein bisschen Book and Quill Books mit rein, dann haben wir hier das, 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 das. Okay, so, weil ich möchte nämlich jetzt gleich als nächstes, möchte ich nämlich mal beigehen und einmal gucken. Also wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen was an Reinforced Obsidian, aber wir brauchen definitiv jetzt gleich einmal die Produktion dafür. Oh, hier haben wir auf jeden Fall eine unausgeleuchtete Stelle, würde ich sagen. Und wir erhöhen das Ganze hier nochmal und bauen das jetzt hier so nach und nach einmal auf. So, das heißt, das können wir einmal wegsetzen und bauen das hier auch weiter auf. Sehr schön, okay. Und ich würde sagen, dass wir einmal auf jeden Fall in eine Höhle gehen. Jetzt schon mal, weil wir benötigen definitiv Rohstoffe. Ja, so, und wir brauchen auf jeden Fall Rohstoffe. Ganz, ganz viele Rohstoffe. So, ich würde sagen, wir haben hier noch den Wassereimer. Sagen, dass wir auch mit Obsidian an sich anfangen, da nochmal ein bisschen was an Obsidian zu farmen. Das heißt, bis zum Ende dieser Folge werden wir jetzt noch einmal Obsidian farmen. Damit haben wir dann die Möglichkeit, das Ganze etwas besser noch unsere Produktion an Dark Steel erstmal wieder anzukurbeln. Und dann werden wir uns um die restlichen Rohstoffe nach und nach in der nächsten Episode dann drum kümmern. Ich hoffe, dass ich vielleicht oder machen wir beides jetzt in dieser Episode, damit wir dann so eine richtige Farmfolge hätten.
Das ist schwierig auf jeden Fall. So, auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal das Ganze deutlich verschnellert. So, und ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal, ups, kann man auf jeden Fall schon mal sehen. So, zack. Zack. So, und das heißt, oh Gott. Wir können ja einfach mal den Obsidian einfach mal hier ins Inventar reinlegen und wir sehen, geht alles sehr, sehr schnell mittlerweile. Das heißt, wir haben das Farming auf jeden Fall revolutioniert in gewisser Art und Weise. Das heißt, wir sind deutlich, deutlich schneller unterwegs. Deutlich, deutlich schneller unterwegs. So, wir waren, glaube ich, hier stehen geblieben. So, zack. Oh Gott, der ist weggegangen. Okay. Na, warte mal. Das ist natürlich nicht so gut. Okay. Oh, das ist auch nicht gut. Oh Gott, alter Vater. Leck mich an der Büchse, ey. So, haben wir hier nochmal irgendwie einen kleinen Spot. Setzen wir hier auch noch mal ein bisschen Wasser. Sehr schön. Noch ein kleiner Mikroleck gehabt, ja. So, Whetstone gibt natürlich richtig viel an XP-Level. So, gucken wir mal. Okay, sehr schön. Ist weg, schade. Gut, so, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Oh Gott. Fuck. Alter. Alter Vater, ey. Junge, 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 Junge. Aber gute Reaction. Junge, 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 Junge. Das wäre ganz schlecht gewesen, auch wegen der Dark Pick und so weiter. Alter Vater, ey. Das wäre richtig abfuck. Wir müssen einmal gucken, wie wir das hier an. Oh Gott, warte mal, der macht hier wieder den Stuff. Okay, ja, da konnte man jetzt nicht alles sichern, sozusagen. Wir da haben wollten. Ah, und wir sehen, was wir auf jeden Fall schon mal sehen, ist, dass es jetzt wieder länger dauert, weil es nicht mehr verzaubert ist. Gott. Was denn? Warum dauert das denn so lange? Okay. Okay, haben wir auf jeden Fall noch eine kleine. Okay. So, das heißt, da hinten haben wir uns noch mal eine kleine Obsidianhöhle uns zusammengesucht. Sehr schön.
So, lalalala. Ich würde sagen tatsächlich, dass wir die Folge mal so ein bisschen in Überlänge machen, weil wir da auf jeden Fall gleich nochmal was benötigen. So. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall gleich einmal das Obsidian. Das heißt, da habe ich irgendwie so einen Stack ungefähr so im Kopf, was wir da benötigen. Und es wäre eigentlich noch schön, wenn wir gleich noch da Fortuna halt auch noch gleich auf die Pickaxe noch mit drauf bekommen würden. Das wäre auf jeden Fall auch noch mal ganz, ganz fancy, muss ich sagen. So, okay. Aber bisher ist hier noch gar nichts zu sehen. Irgendwie. Ein bisschen Uran hätten wir hier. Na. Aber noch gar nicht das, was wir da irgendwie haben wollen, ne? Hier ist ja gar nichts. Okay, das ist nicht das, was wir haben wollen. Nicht das, was wir haben möchten. Okay. Ich würde sagen, dass wir noch mal ein bisschen kurz beim Obsidian an sich dann bleiben. Okay. So, machen wir nochmal die 64, machen wir auf jeden Fall nochmal einmal voll. Aber wir hatten ja gesehen gehabt, dass es auf jeden Fall schneller geht, wenn wir denn da ganze. Okay. Ja. Hier hätten wir noch ein bisschen Kohle hier. Weiß jetzt gar nicht, wie 21 immer noch nur. Aber auch schon die Durability ist halt natürlich allerdings halt auch schon, ist halt fast nur noch die Hälfte halt, ne? Also ich brauche halt wirklich echt einiges an Level, um da was draus zu machen. Gott. Braucht einiges an Level. Ja, aber wir haben jetzt erstmal wieder 64 Stück und ich würde sagen, damit gehen wir erstmal nochmal. Oh Gott. Bin ich fast hier reingesprungen. Okay, damit gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Würde ich sagen. So, bald ist der Spot nämlich auch nicht mehr der Obsidian-Spot an sich. Wir müssen das irgendwie durchs Leveln hinbekommen halt. Also wir müssen das halt irgendwie durch Monster außerhalb in der Overworld müssen wir das einfach irgendwie hinbekommen, dass wir da halt entsprechend genug XP zusammenfarmen. Anders wird's, glaube ich, schwierig werden. Ne? Also wir brauchen jetzt insgesamt drei Upgrades sozusagen, die ich da so im Kopf habe. Upgrade Nummer 1 wäre das Fortune-Upgrade, um den Ertrag der Pickaxe ganz einfach zu steigern. Das heißt, das wäre Nummer 1. Das heißt, da wäre man hier draußen. Aber könnte man theoretisch sogar machen. Können wir nochmal so ein bisschen hier rumrennen und nochmal ein bisschen farmen. Wenn wir die Zeit schon mal haben. Das machen wir dann nochmal. Dann machen wir das mal. Oh Gott. Das sind recht viele. Autsch.
Muss ich erstmal kurz weg. Okay. Okay. Okay, vergiftet bin ich, aber das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt war hier noch irgendwo so ein Enderman gewesen. Na, wo ist er denn? Ist er weggeportet? Oder ist er hier unten noch? Na, irgendwie hier auf jeden Fall nicht hier. Aber es wird auf jeden Fall auch schon wieder hell. Da hinten haben wir noch ein paar Skelette. Okay, haben wir noch irgendwo was? Da hinten sind noch, ist noch ein Zombie. Da hinten ist auch noch ein Skeleton. Okay. Okay. Dann sind noch ein paar Creeper. Sehr schön. Aber leider muss man sagen, noch nicht das, was ich gerne haben wollte. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal beigehen, auf jeden Fall. Uns fehlen noch ein paar Level. Aber da hinten ist auf jeden Fall noch ein Enderman. Den kann ich mir auf jeden Fall nochmal holen, denke ich mal. Den hole ich mir auf jeden Fall auch nochmal. Da ist er. So. Ist wieder weg. Okay. Enderman ist weg. In meinem Haus. Ja, witzig. Ah, ich sehe ihn nicht. Das ist nur ein Skelett. Ich muss unbedingt hier ausleuchten. Boah, für den Moment geht das auf jeden Fall. Weil, was ich halt nur nicht verstehe, ist, warum da drin nichts spawnt. Also irgendwie. Also weil wir da drin noch die Fackeln gesetzt haben. Sonst hätte da wahrscheinlich auch schon mal lange was gespawnt oder so in die Richtung. Aber okay, wie dem auch sei. So sei es eben. Ja. Okay, gut. Ich würde sagen, wir hauen hier nochmal die Produktion an. Weil dann kann er nämlich hier schon mal weiterarbeiten. Und das war's dann von der Folge. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.